Pömpel los! Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ja, es darf wieder losgepömpelt werden. Wir zocken Jupiter Grad 2 auf der Pico 4. Das Game ist aktuell für 24,99 € erhältlich und es gibt auch Teil 1 im Store. Das gibt es aber auch für verschiedene Plattformen. Aber ich zocke heute hier autark mit der Pico 4. Und ja, um was geht es sich? Wir sind auf einer verlassenen Raumstation und der ist voll mit aggressiven Robotern und wir müssen die Situation klären. Das ganze Spiel nimmt sich nicht so ernst. Es gibt flotte Sprüche, ist ein bisschen auch witzig gemacht, sonst hätten wir jetzt hier auch nicht unsere Pömpel, ne, würde ich mal sagen. Und ja, also ich fand Teil 1 echt gut. Ich habe es aber auch nur angetestet, nicht durchgespielt. Ich weiß, dass wir hier mit Düsen durch die Raumstation ein bisschen fliegen können. Dann haben wir natürlich auch hier unsere Pömpel. Man bekommt noch Waffen und ja, dann mal gespannt, was uns so erwartet. Ich habe selber noch nicht reingeschaut. Ich wollte wirklich so First Impression Video machen. Und ja, gehen wir erstmal die Einstellungen durch. Wir haben einmal allgemein. Allgemein haben wir die Untertitelgröße. Untertitelsprache ist auf Deutsch. Zielassistent, ob man den haben will oder nicht. Wir lassen ihn erstmal an. Gegnergenauigkeit, da können wir niedrig oder Standard machen. Wir lassen den auf Standard. Dann haben wir Bildschirmeffekte, Schadensanzeige, Stillstandseffekt. Ich lasse jetzt erstmal alles an. Das kann man sich dann so einstellen, wie man möchte. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, das HUD darzustellen. Es gibt einen immersiven Modus, der zeigt quasi dann gar nichts an. Wir lassen aber jetzt mal die Sachen angezeigt, damit ihr auch seht, welche Ausrüstung ich habe, das Fadenkreuz, Schildanzeige und so weiter und so fort, dass man das dann alles sieht. Und dann gehen wir mal kurz in Audio. Ja, ist ganz gut, dass man hier Musik einzeln regeln kann, Soundeffekte und so weiter und so fort. Also das muss man sich dann einstellen, wie man das haben möchte. Ja, Steuerung kann man sich dann hier anpassen, wie man möchte. Ich gehe mal ein bisschen runter hier. Und dann gibt es noch den VR-Komfort, also ob man frei rotieren kann. Ich denke mal, das geht sich um die eigene Achse. Ich lasse es erstmal so auf Snap-Turn. Freie Rotation ist für Motion Sickness-anfällige Leute überhaupt nicht gut und jetzt zum Schauen des Videos dann auch nicht so toll. Und ich würde sagen, viel Spaß, gehen wir ins Gameplay. Cosmonaut, are you there? You might feel dizzy after your cryosleep, but it will pass. I have news for you, Cosmonaut. After journey from Jupiter, our ship is falling apart, so we need to get off it ASAP. Luckily, I've found a station near the Saturn rings. We'll be crossing it in a few minutes. I just need you to manually detach the life capsule from our ship and get us there in one piece, okay? Probieren wir's mal, ne? Pömpel los! Ich dachte, man müsste jetzt echt einen Weg finden, aber das war wohl echt nur ein Test. So, weiter geht's. Gerade pömpel ich nicht so gut hier. Also cooler ist hier wirklich, wenn man sich selber im Zimmer dreht, anstatt immer wieder die Dings zu nutzen, die Sticks. There's a button behind the pillar. Let's look for it. Good. I've opened the door to the capsule. Get us there and out of here. Da ist die Kapsel. Da ist die Kapsel. Here, you can transfer me to your space suit. We'll be even closer now. Begleitmodul. Möchtest du die kennen? Ja, sicher. Die Pömpel da drauf. Yeah, that's us, baby. Going on a trip. It's done, Cosmonaut. You,
Me and Saturn Research Base. Let's go. Wer will nicht Aisha drauf haben? Das neueste Betriebssystem. Das ist cool mit so kleinen Filmen immer, um die Story besser kennenzulernen. Das Pömpelmeister. Okay, da sind wir auf der Station. Wait, Cosmonaut. Before you venture further into the station, let me try to install one useful module. And it should be done. Great. Now you should have access to the map. Ah, die Map ist cool. Die gefällt mir. Richtig schöne 3D Map. Und die kann man auch drehen und steuern, wie wir wollen. Das ist cool. Okay. Looten müssen wir ja hoffentlich nicht. Soundtrack, der ist auch super passend, finde ich. Wasn't expecting a welcoming committee, but where is everyone? Welcome, my fiend. My friend. This is Tornogorsk Station, and I is your host. Is this the word? We had a serious power malfunction recently. I can't operate the station nor repair it myself, so we have an offer for you. Help me activate the station systems, and then we'll find a way to help you. Your ship seems broken. With enough power, I could get you new pants. Parts. Let's start with pushing 3 power buttons that are located behind the big yellow door. Ach, guck mal, hier ist ein kleines Zimmer mit Ofen, Betten. Das ist ja cool gemacht. Okay. Ich würde sagen, dass wir versuchen, da reinzukommen. Aber cool, wie da die Wäsche auch hängt. Aber wir sind auch Spider-Man für Arme hier, oder? Da oben können wir hinkommen. Water Supply hört sich auch gut an. Schauen wir mal. Ah. Habe ich mich so gelobt, dass es so gut klappt hier. I'll be your guide from now. Whenever the power lets you. Right. And who is you? I am the brains here. AI. Like you? Nein. Jetzt aber. So. Ah, hier ist Safe Point. Okay. Boah, wir werden so versagen hier. Ich merke das schon.
Yes, it's a button. You need further instructions? Na komm. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ganz hoch muss, aber denke ich doch mal. Sieht gut aus, sieht gut aus. So. Ja, ist auch so geregelt von den Entwicklern, dass man immer so Abschnitte lädt. Und ja, das ist halt immer der Ladepunkt dann. Boy, they are vast. Be my Tarzan. AI, be your Jane. So. Cool ist auch diese Windgeräusche, wenn man schneller wird. Haben sie gut gemacht. Wirklich geschwindigkeitsabhängig. Nächster Save Point. Also da braucht man wirklich nicht den ersten Teil gespielt haben, denn wir haben ein Tutorial, uns wird alles erklärt. Es geht locker los. Die ist zu. The power's up again. The cooling systems are still down. Da ist auch. Otherwise the heat could melt the station. And we wouldn't like that. Okay. There is a cooling system valve nearby. Try to turn it on. Well, duck me. Try to turn on the valve. Und wie? Ja, wir können einfach mal runter, ne? And nothing happened. I think that because of safety reasons, the main valve has turned off. Go further and find it. Without this, we won't be able to start the production. Okay. Kann man da rein? Riesige Enten. Na komm, probieren wir einfach mal. Das ist schon anstrengend in der Zeit. Oje, da hätte man nicht drüber kommen dürfen. Jetzt wird's ein bisschen gefährlicher, ne? Our host. Why is he talking like that? Frankly, as AI, I feel embarrassed. Okay, da geht's auch noch hoch. Wir wollen aber ins Lab, oder? Crew Quarters waren wir. Uiuiuiui. Okay. Müssen wir schön oben bleiben. Uiuiui. Nicht zu stark ziehen. Okay. Ich ziehe mich mal so ein bisschen hoch. So, per Thumbstick ging jetzt einfacher oder genauer. Ja, und sowas erwartet uns dann halt auf der ganzen Station, später mit Robotern und so weiter. Also mit richtigen Gegnern. Aber anfangs ist das schon herausfordernd genug. It looks like a torture lab to me. Wow! Ja, wie ihr seht. Aber ich habe es ja auch gesagt, also ist fordernder als man denkt.
und muss mal ein bisschen langsamer vielleicht auch an die Sache rangehen. So, jetzt einfach hoch und erstmal hochziehen. Okay. Kann man das Gelbe öffnen? Oh no, blockade. Looks like we could break it. If we had a weapon, I hope we'll find one soon. Danger, danger. Dann finden wir bestimmt gleich auch eine Waffe, wenn ihr das schon so sagt. Guck mal ganz kurz auf die, auf diese Map. Ach, guck mal, da hinten sind wir. Schon ganz schön weit gekommen, ne? Okay. Safe Point ist immer gut. I dig these bigger chambers. Oh, die sind tot. Bit like modern art galleries. Die sind tot. Look, that fish. Is that water toxic? I don't feel like swimming. It is necessary. It is the way to the main valve. However, the passage to it is filled with water. In that case, we need some swimming gear. Our cosmostics won't work underwater. There should be some equipment left in the lab. Then we'll try the only available path for now. Okay, also wir brauchen noch einen Anzug zum Schwimmen. Also schalten wir nach und nach alles frei. Wenigstens kamen wir jetzt da raus und sind nicht direkt ertrunken. Jetzt geht's aber los hier. Looks like someone preferred the stuff stirred. I'm not shaken. Oh! Okay. Entweder ganz langsam oder schnell. Oh. Ich glaube, da werde ich erstmal so ganz langsam. Weil wenn ich jetzt so lang schwinge, bin ich eh tot. Okay, das ist der Weg. Das ist der Weg. Wir wollen runter. Ah, da, okay. Der Weg ist aber echt hart. Warum machen die einen das so schwer? Nein, nein, nein! Uiuiui. Das Gute ist, nach jedem so diesen Checkpoint, Save Point, ist das Schild wieder da, wie ich gerade gesehen habe. Das macht das ein bisschen einfacher. Okay.
Also das Spiel könnte auch manche Leute aufregen, muss ich sagen. Okay. Do you think I could be popular in social media if the society still existed? I mean. Das ist mir doch egal. Okay. Da war ich schneller down, als ich gucken konnte. Nee, ich komme ja nicht direkt hoch. Okay. Huiuiui. Einfacher wäre, wenn ich da lang gehe, ne? Mit dem Ding dann. Genau. Das ist genau andersrum. Shit! Ah, da sind die Save Points aber auch ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Also das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich sage, nee. Weil ich hasse Spiele, wo ich dann eventuell 100-mal das Gleiche machen muss, weil ich einfach mich zu blöd anstelle, muss man ganz klar sagen, da durchzukommen, da muss der Savepoint ein bisschen fairer gesetzt werden, der Checkpoint. Finde ich auf jeden Fall. So, wir haben noch volle Schilde, das ist schon mal gut. Wir bringen uns ein bisschen in Position. Das ist nicht einfach. Oh. Erstmal hier nach links. Klar sind die Sachen eventuell nicht schwer, aber manchmal hat man ja so Phasen, wo man sich ein bisschen echt nicht so toll anstellt. Oh je. Da vielleicht ganz hoch und dann hier an der Decke entlang pömpeln. Decke entlang pömpeln war richtig. Das war die richtige Entscheidung. So, noch mal kurz warten und jetzt pömpeln. Der ist schneller, oder? Okay, ich warte noch. Safe Point. Yes. Beware, Lab. Here we are.
One college dropout and his super AI looking for scientific solution. So we could swim. In space. It has to be somewhere. Check every possible entrance. Okay. So, wir sollen jetzt einen Tauchanzug suchen. Aber hier sieht es nichts danach aus, ne? Okay. Da ist noch ein Eingang. Okay. So, Mann. Teilweise aber echt schwierig. Na komm, schauen wir mal hier. Vielleicht geht hier der Weg lang, wo wir einen Tauchanzug kriegen. Also den hätte ich gerne noch gefunden, bevor ich die Folge dann hier beende. Look for some equipment we could borrow. Indefinitely. Es werden wahrscheinlich auch Passagen kommen, wo wir den Boden nicht mehr berühren dürfen. Okay. Do you see it? That weird machinery ahead. This has to be it. Okay. Ja, bitte. Bitte Düsenmodul. Achtung, Achtung. Das Düsenmodul wird installiert. Alter, ist das laut. Virus database has been updated. You've acquired nozzles. A breath of fresh maneuvering air. Their thrust and power opens new movement possibilities. Try them out in that big gravity tunnel. Okay, warte mal. Wir müssen uns jetzt mal hier. Whee! Just kidding. With no body, I always feel anti-grav. Aber die sind dauernd. Also die haben keine Power oder so, dass man nachfüllen muss oder sich aufladen muss. You're doing great. Keep the pace, Cosmonaut. But just in case, pull in your stomach. Olympic jump, Cosmonaut. Und runter. Also mir wird jetzt nicht schlecht hierbei, aber ich bin mir nicht sicher, ob der eine oder andere Motion Sickness Anfällige hier Probleme bekommt. Oder die ein oder andere. Now you're equipped. Get back to empowering me. Empowering you? The base, we mean. So, we're heading back to dead sharks. Kann ich,
Kann ich da oben rein? Okay, das geht nicht. Ja, Leute, ich wollte jetzt auch gar nicht so lange weiterspielen. Ich wollte euch Jupiter Grad 2 einfach mal vorführen. Jetzt rutschen wir hier langsam runter. Also, ich finde das Spiel echt cool. Da seid ihr. Es ist echt cool, mir gefällt das. Man muss ein bisschen Geschicklichkeit an den Tag legen, fällt mir manchmal schwer, aber vielleicht euch da draußen nicht so sehr. Ja, wir haben eine hübsche Comic-Grafik meiner Meinung nach, also ich mag diesen Style einfach. Und ja, wir kriegen nachher auch noch eine Waffe dazu. Wir haben jetzt schon die Düsen bekommen, wo wir schwimmen können. Und ja, so erkunden wir immer weiter die Station, müssen natürlich auch immer schwierige Rätsel lösen und ja, Passagen überwinden, um weiter voranzukommen. Aber ja, ich wollte euch das Spiel nur mal ein bisschen vorführen. Ich finde es echt genial, alleine diese Idee mit den Pömpeln im Weltraum und dadurch, dass man dann an der Raumstation sich entlanghangeln kann, einfach cool gemacht, so eine Art Spider-Man mit Pömpeln. Also mir gefällt's. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr zum Spiel haltet. Und ja, oder habt ihr es eventuell schon gespielt oder schon durchgespielt? Auch gerne in die Comments rein. Und ja, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.